Jetzt hast du uns noch einen Wein mitgebracht. Estate hat das wirkt sehr nach Lage. Wirkt sehr nach Lage, ist aus einem Ort. Also Aus ist auch einem mal Ort, natürlich okay. wieder ein Riesling. Ja. Entschuldigung, ich Ist ja okay. Habt ihr 80% tendiere dazu, viele Riesling Riesling. und der Genau. Rheingau ist ja auch prädestiniert für einen Riesling, Passt ne? schon ganz Sagt gut. man, glaube ich, weltweit. Da muss da ja was dran sein. Ja. Nee, Ortsriesling. Also tatsächlich heißt das Wort Estate oder steht das Wort Estate bei uns für uns als Weingut, wie Ja. wir uns quasi in den verschiedenen Orten, in denen wir arbeiten, ausdrücken. Und wir Okay. haben drei Ortsrieslinge, in Rauental einer, in Lorch. Also ist dann Estate Rauntal, das ist Genau. jetzt Estate Und Lorch dann und gibt noch dann Estate Rüdesheim, was quasi so der Haustrunk ist. bietet sich Ja? an, ja. Genau. Und Lorch ist das jüngste Kind in unserer Reihe. In Rüdesheim sind wir quasi schon immer, in Rauental jetzt auch schon seit 1990. Und ja, es war jetzt Zeit für mehr und das haben wir im Glas. So eine sehr fruchtige, verspielte Rieslingnase. Ja, ist Obwohl ich mich extrem das, frisch auch obwohl ich gerade mich da noch. gerade für Lorch wundere ich mich. Das ist ja nicht zwangsweise die Rieslinglage. Doch, das ist nur Assmannshausen, was einmal so aus der Reihe tanzt. Also in Assmannshausen wird einmal kurz alles rot und in Lorch ist es dann aber wieder so, dass Schon weißer wieder. Riesling wieder dominiert, auf jeden Ja. Fall. Wir haben auch ein bisschen Spätburgunder in Lorch, aber der Fokus liegt da ganz klar auch auf Riesling. Und das Ja. sind alle Steillagen, nicht ganz so extrem wie der Rüdesheimer Berg. Also ja, kategorisiert als Steillage. Wenn man Ja. es steiler gewohnt ist, findet man es ganz angenehm dort. Und da sind alles dadurch sehr ja, gesteinsgeprägte Weine auch, weil einfach nicht so wahnsinnig viel Platz für irgendwas drumherum ist. Aber ja, er hat auf jeden Fall so was ganz animierend Fruchtiges. Kommt jetzt aber auch zum Teil aus dem Edelstahl, also so, dass auch die Frucht eben ein bisschen lauter ist. Ja, ich finde es super interessant, weil man gleich merkt, dass es nicht dieser typische Rheingau-Riesling ist, sondern schon eine andere Typizität mit sich mitbringt. Total. Es ist auch wirklich von den Gegebenheiten dort isst man im Mittelrheintal. Ja. Und ja, es ist so ein Zwitter zwischen irgendwie Rheingau und Mosel und es ist auf dem Weg. Man, Ja, ja. sehr schön. Ist er trocken? Der ist gesetzlich trocken, ja, aber haarscharf. Aber wir lieben Er hat eine eben auch schöne, auch, Säure. ja, Und da das ist muss ja eben auch, manchmal was die Säure daneben. ist wunderbar damit, aber auch gerade die Fruchtigkeit, die man na, in der Nase hat, wird dann auch im Geschmack wieder gespiegelt. Das finde ich sehr schön. Haben wir es eigentlich auf die Flasche geschrieben? Nee. Aber wir dürften. Also es sind 9,2 Gramm. Das Ja. sind gerade noch erlaubt. Passend zur Säure ist es dann Genau. okay. Genau. Aber auch das ist so, das kommt so, wie es kommt. Wichtig ist die Balance. Also Ja. das ja, ist in manchen Jahren ist es mal ein bisschen ausgeprägter im Restzucker, in anderen Jahren ist es furztrocken. Aber dann ist es eben auch meistens so, wie wirklich der Wein sich im Keller findet. Also wir sind da wenig am Beeinflussen, in dem Sinne, dass wir sagen, so und jetzt Er hört die arbeitet Gärung auf und jetzt ist alles fertig, sondern wir lassen es eigentlich immer so ein bisschen überlassen es sich selbst. eher mit dem Wein als und guckt, was daraus wird, als mit Genau. dem, wo ihr den reinpressen möchtet. Genau. Das ist auch das Schöne an diesen vielen kleinen Weinbergsparzellen, die wir haben. Wir können ja immer so ein bisschen spielen und schieben. Also wenn jetzt nicht alles irgendwie ganz trocken wird, dann kann man eben schauen, wie man das im Cuvée dann bewegt. Und das lässt viel Freiheit. Das ist angenehm, sehr Sehr angenehm. schön. Also er macht auf jeden Fall sehr viel Spaß im Glas. Er macht Durst fast, ne? Zum Wohl.